Good morning. Wir sind gerade auf Weg nach Schwein. Und wer sich jetzt überlegt, warte mal, der hat doch letztes Mal gesagt, dass wir uns erst wieder in Frauenfeld sehen. Das stimmt. Aber da wir uns immer weiter entwickeln wollen und auf die Viertakter dieses Jahr noch ein bisschen was zum Aufholen haben, haben wir kurzfristig entschlossen, mit dem ganzen Team noch einen Test zu machen. Vor allem was Fahrwerke angeht. Und wir haben heute beide 250er dabei, die 2018er und die 2019er. Dann schauen wir mal, was für Frauenfeld jetzt in Frage kommt. Und dann wird man nachher in Frauenfeld auch perfekt vorbereitet sind. Mit am Start heute ist die Vanessa. Und der Pilot Sascha. Die anderen sind auf dem Weg und die treffen dann gleich auf der Strecke. Extra für mich frisch gewässert. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Die ersten fahren jetzt gerade los und ja, wir ziehen uns erstmal um. Noch kurze Besprechung und dann geht's los. Gut, sind aber immer noch mega ansprechend, was man halt zutrinken kann, aber es ist nicht mehr ganz so groß, als hier hinten aus. Das kennen wir uns. Das ist so, wie es war, oder? Genau. So, wie es war. Genau. Nur das ist Referenz, hast du wieder. Ja. Dann springst du auf das Motorrad rüber, fährst mit der mal eine Runde ein, auch zwei Runden drücken, stoppen, rauskommen. Dann fährst du nochmal mit der am besten. Ohne das zu verändern und dann nochmal losgehen. Ich stelle jetzt noch mal kurz die anderen vom Team vor. Robby, der weltbeste Schrauber, hat jetzt einiges zu tun, da wir viel vorhaben und ein paar Fahrwerke dabei haben. Rüdi behält das Ganze im Blick, schaut, dass wir alles auf die Reihe kriegen. Der Sascha dokumentiert alles, damit wir den Überblick nicht verlieren. Und für den Videobeweis ist heute Vanessa zuständig. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Und jetzt geht's erstmal los zum Warmfahren.
Prozentig so dosierbar wie die, aber es hat wenigstens mal leichter. Ja, das ist bloß mal die rote Fähre, ist bloß mal ein Test, ob das einfach, ja, ob das überhaupt fruchtet oder wie. Von dem her sind wir heute auf jeden Fall in die richtige Richtung gegangen. Ich fühle mich noch mal einen ganzen Ticken wohler jetzt. Und ja, schauen wir mal, wie es dann in Frauenfeld aussieht, wenn die Strecke mal noch ein bisschen kaputter ist und die Konkurrenz natürlich noch da ist. Wir haben heute übrigens einen neuen Hashtag erfunden, denn wir haben zurzeit richtig Bock auf Vlog. Deswegen ist unser neuer Hashtag. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Hashtag Vlogbock.
Also, Team Flockbock verabschiedet sich für heute. Over and out. Ciao. Ciao.